Dort können also immer wieder neue Nervenzellen gebildet werden, wenn die Bedingungen dafür günstig sind. Es können sich im Hirn immer wieder neue Nervenzellen bilden. In bestimmten Regionen bleibt diese neurogenerative Fähigkeit erhalten. Das ist der Gyrus dentatus im Hippocampus. Dort können also immer wieder neue Nervenzellen gebildet werden, wenn die Bedingungen dafür günstig sind. Also unter Stress geht es zum Beispiel nicht so gut. Und zweitens, auch erwachsene Nervenzellen können jederzeit unter gewissen Bedingungen nochmal anfangen, neue Fortsätze zu bilden, neue Verzweigungen zu machen, neue Netzwerke auszubilden und neue synaptische Kontakte aufzubauen und die entsprechend zu stabilisieren. So, das ist eine völlig neue Situation, sodass man sich heute fast was anderes fragen muss. Man muss jetzt nicht fragen, wie veränderbar ist das Hirn, sondern man müsste fast fragen, wie schafft es ein Hirn, seine Grundstruktur zu erhalten, obwohl es sich dauernd verändert.